In den vergangenen Jahren wurde die Welt Zeuge zunehmender Katastrophen. Dürren, Überschwemmungen, verheerende Wirbelstürme und Erdbeben folgten einander ohne Pause. Tausende verloren bei furchtbaren Unfällen zu Land, zu See und in der Luft ihr Leben. Millionen verhungern. Nationen wie Brasilien und Mexiko sind bankrott, unfähig, ihre Schulden abzuzahlen. Kriege, Volksaufstände, Bevölkerungsexplosion und die fortlaufende Zerstörung der Natur machen den Menschen Angst beim Blick in die Zukunft. Viele dieser Ereignisse sind in der Bibel deutlich vorhergesagt. Gott hat die Menschen vor kommenden Gerichten immer zuvor gewarnt, die dann als Folge der Gottlosigkeit über sie hereingebrochen sind. Gott verkündigte zum Beispiel Abraham und Lot die Vernichtung der Städte Sodom und Gomorra. Und Mose, die Plagen über Ägypten. Es ist Blut! Blut! Und Noah, das Kommen der großen Sintflut. Diese Ereignisse sind uns für die heutige Zeit als Lehrbeispiele aufgeschrieben worden, die uns klar machen sollen, dass sich alle prophetischen Weissagungen der Bibel in erstaunlicher Weise erfüllt haben und in Zukunft auch erfüllen werden. So auch die eindringliche Warnungsbotschaft Gottes an die letzte Menschheitsgeneration, dargestellt durch die Botschaft der drei Engel, die wir im 14. Kapitel der Offenbarung des Johannes finden. Sie ist die letzte Aufforderung, die Gott allen Menschen vor der Wiederkunft von Jesus Christus als König und Richter gibt. Sie enthält die ernsthafteste Warnung, die man in der Bibel über ein kommendes Gericht finden kann. Und der erste Engel sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserbrunnen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Wein ihrer Hurerei getränkt alle Nationen. Und der dritte Engel folgte und sprach mit großer Stimme: So jemand das Tier und sein Bild anbetet und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der lauter eingeschenkt ist in seines Zornes Kelch, und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild angebetet haben und so jemand das Mahlzeichen seines Namens angenommen hat. Offenbarung 14, Verse 6 bis 11. Dieser Aufruf ist für uns von lebenswichtiger Bedeutung. Aber wie können wir vermeiden, das Tier und sein Bild anzubeten und sein Zeichen anzunehmen, wenn wir gar nicht wissen, was diese bedeuten? Mangel an Erkenntnis hat hier tödliche Folgen. So sagt schon Hosea 4, Vers 6, Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Doch Gott hat dem aufrichtigen Menschen verheißen, dass er ihm Erkenntnis schenken will. So sagt schon Hesekiel 33. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode der Gottlosen, sondern vielmehr daran, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Aber jetzt die bedeutsame Frage, was bedeutet das Tier und was bedeutet das Mahlzeichen? Bevor wir das Tier behandeln, müssen wir die Hintergründe und die geschichtliche Entwicklung bis zu dem Tier hin verstehen. Am besten beginnt man im Buch Daniel. Da
es in großartiger Weise die Geschichte vom 6. Jahrhundert vor Christus bis heute vorhersagt. Die Auslegung der dort verwendeten Symbole ist nicht menschlichem Rätselraten überlassen. Biblische Weissagung ist im Voraus geschriebene Geschichte. Die Bibel selbst liefert uns auch den Schlüssel zum Verständnis. In Daniel 2, Abvers 27 symbolisieren die Körperteile eines Standbildes die exakte Abfolge der Weltreiche von Babylon bis zum heutigen Europa. In treffender Weise werden parallel zu Daniel 2 in Daniel Kapitel 7 diese einzelnen Weltreiche und ihre besonderen Merkmale als Tiere dargestellt. In Daniel 7, Vers 17 und Vers 23 heißt es: Diese vier großen Tiere bedeuten vier Könige. Das vierte Tier bedeutet, ein viertes Königreich wird auf Erden sein. Und in Daniel 7, Vers 3 heißt es: Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf. Meer oder Wasser bedeutet in der biblischen Prophetie Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Offenbarung 17, Vers 15. Wenden wir uns nun diesen vier Tieren zu. Der Löwe. Daniel 7, Vers 4 sagt: Das erste war wie ein Löwe. Dieser Löwe entspricht dem goldenen Haupt aus Daniel Kapitel 2. Diese Macht beschreibt das babylonische Weltreich von 608 bis 538 vor Christus, das zur Zeit Daniels die Welt beherrschte. Sie können heute noch im Berliner Pergamonmuseum den geflügelten Löwen als historischen Zeugen aus jener Zeit bewundern. Das nächste Tier, der Bär. Die Bibel sagt: Und siehe, ein anderes, ein zweites Tier war einem Bären gleich, und es war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul drei Rippen zwischen seinen Zähnen, und man sprach zu ihm: Steh auf, friss viel Fleisch. Daniel 7, Vers 5. Dieses Tier hat dieselbe Bedeutung wie die silberne Brust mit beiden Armen vom Standbild aus Daniel 2. Es steht für die Macht, die das babylonische Reich ablöste. Das Doppelreich Medo-Persien. Es regierte von 538 bis 331 vor Christus. Es war ein zweigeteiltes Reich, in dem zunächst die Meder und später die Perser regierten. Die beiden Arme und der einseitig aufgerichtete Bär machen diese Besonderheit deutlich. Die eine Hälfte wird also mächtiger als die andere. Die drei Rippen symbolisieren die Nationen, die von Medo-Persien überwältigt wurden, nämlich Babylon, Lydien und Ägypten. Später in Daniel 8 wird Medo-Persien sogar namentlich vorhergesagt. Kommen wir zum nächsten Tier, der Leopard. Daniel 7, Vers 6 sagt: Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes wie ein Leopard. Das hatte vier Flügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschermacht wurde ihm gegeben. Auch dieses Tier findet sein Gegenüber im Standbild von Daniel 2. Die Macht, die hinter diesen Symbolen steht, wird im 8. Kapitel des Propheten Daniels hunderte von Jahren namentlich vorhergesagt. Es war das griechische Reich von 331 bis 168 vor Christus, welches unter Alexander dem Großen die Perser unterwarf und sich nach dessen Tod in vier Teile, die Diadochenreiche, aufspaltete, dargestellt durch die vier Köpfe Mazedonien, Thrakien, Syrien und Ägypten. Kommen wir zum nächsten Tier, dem vierten Tier. Die Bibel sagt in Daniel 7, Vers 7: Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht, und siehe, ein viertes Tier, furchtbar und schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte, und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren, und es hatte 10 Hörner. Auch dieses Tier finden wir im Standbild von Daniel 2 wieder. Es entspricht dort den Beinen des Standbildes.
Die vierte Großmacht, die den Griechen folgte, war das kaiserliche Rom von 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Roms Truppen gingen bei der Eroberung mit einer Härte vor, dass man heute noch vom eisernen Rom spricht. Es war so verschieden von den Tieren, die Daniel kannte, dass er unfähig war, es näher zu beschreiben. Und was bedeuten die 10 Hörner? Die 10 Hörner bedeuten, dass 10 Könige aus diesem Königreich hervorgehen werden. Daniel 7,24. Es ist eine geschichtliche Tatsache, dass Rom 476 nach Christus zerfiel und an dessen Stelle 10 Reiche traten, nämlich die 10 germanischen Stämme, deren Nachfolgereiche heute die europäischen Staaten bilden. Parallel zu Daniel 7, Vers 7 werden sie in Daniel 2 als die 10 Zehen des Standbildes dargestellt. Es waren folgende Stämme. Erstens die Alemannen, heute Deutschland. Zweitens die Franken, heute Frankreich. Drittens die Angelsachsen, heute Großbritannien. Viertens die Burgunder, die heutige Schweiz. Fünftens die Westgoten, das heutige Spanien. Sechstens die Sueben, heute Portugal. Siebtens die Lombarden. Achtens Herula. Neuntens Vandalen. Und zehntens die Ostgoten. Aber dann sah der Prophet etwas, das seine Aufmerksamkeit fesselte. Das sogenannte kleine Horn. In Daniel 7, Vers 8 heißt es dazu, während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor, und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, es hatte Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Wer ist das kleine Horn, das die Aufmerksamkeit Daniels so sehr fesselte? Sammeln wir, was die Bibel uns über das kleine Horn sagt. Zum einen sagt uns die Bibel, es kam zwischen den 10 Hörnern, das sind Königreiche, empor, und 3 der 10 Hörner wurden beim Entstehen seiner Macht ausgerissen. In Daniel 7, Vers 24 wird berichtet, das kleine Horn soll nach dem Aufkommen der 10 Hörner auftreten. Die 10 Hörner bedeuten 10 Könige, die aus diesem Königreich hervorgehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird 3 Könige stürzen. In seiner Machtentwicklung werden also 3 der germanischen Völker vor ihm ausgerissen, wie die Bibel sagt, das heißt vernichtet. In Daniel 7, Vers 25 heißt es, er wird die Heiligen des Höchsten vernichten. Ein Hinweis auf große Christenverfolgungen. Weiter heißt es, er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Wenn diese Macht es wagt, Gottes Gesetz zu ändern, muss es sich offensichtlich um eine religiöse Macht handeln. Dieselbe Macht wird auch in der Offenbarung unter dem Symbol eines Tieres beschrieben, das aus dem Meer emporstieg. Offenbarung 13 sagt dazu, und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete. Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Aber jetzt stellt sich die Frage, was meint denn die Bibel mit Gotteslästerung? Als man Jesus einmal steinigen wollte, begründete man diese Absicht damit, dass Jesus angeblich Gott lästern würde. In Johannes 10, Vers 33 heißt es, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Gotteslästerung bedeutet demnach, sich als Mensch zu Gott zu machen. Jesus traf dieser Vorwurf natürlich zu Unrecht. Eine andere Form der Gotteslästerung finden wir in Lukas 5, Vers 21. Auch hier wird Jesus wieder zu Unrecht beschuldigt. Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet?
Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Gotteslästerung bedeutet also auch, sich als Mensch anzumaßen, Sünden vergeben zu können. Obwohl das noch nicht alle Merkmale dieser Macht sind, fassen wir an dieser Stelle zusammen. Erstens. Diese Macht ging aus dem Römischen Reich hervor, also zeitlich nach 476 nach Christus. Zweitens. Es kam zeitlich nach den 10 germanischen Stämmen, und damit sind wir im 5., 6. Jahrhundert. Drittens. Es ist eine christenverfolgende Macht. Viertens, sie ändert das Gesetz Gottes. Fünftens, sie lästert, indem sie sich selbst zu Gott macht, beziehungsweise sich an seine Stelle stellt. Und sie maßt sich an, Sünden zu vergeben. Und sechstens, es handelt sich um eine politisch-religiöse Macht. Und alle Punkte zusammengenommen lassen nur den einen klaren Schluss zu. Es handelt sich bei dieser Macht um das Papsttum, die römisch-katholische Kirche. In Rom selbst, im Zentrum des zerfallenen Weltreiches, entstand nach 476 nach Christus das Papsttum, die Ein-Mann-Regierung des Katholizismus. Es kam wirklich zwischen den 10 Hörnern, also den Königreichen, empor. Und 3 der 10 Hörner wurden beim Entstehen seiner Macht ausgerissen. In seiner Machtentwicklung wurden die 3 germanischen Völker, die sich als Arianer gegen das Papsttum stellten, nämlich die Heruler, die Vandalen und die Ostgoten, vor ihm ausgerissen, wie die Bibel sagt. Das heißt, so vernichtet, dass es von ihnen in Europa kein Nachfolgereich mehr gibt. Durch den Erlass des oströmischen Kaisers Justinian, dem Codex Justinianus, wurde schließlich 533 nach Christus der römische Bischof als das Haupt über alle christlichen Kirchen gesetzt. Als der letzte der 3 arianischen Volksstämme, die Ostgoten, die sich diesem Erlass widersetzten, im Jahre 538 nach Christus durch den kaiserlichen General Belisarius geschlagen und aus Rom vertrieben wurde, war auch die politische Vormachtstellung des päpstlichen Roms besiegelt. Wir haben auch gesagt, dass es sich um eine christenverfolgende Macht handeln muss. Daniel 7, Vers 25 sagt, er wird die Heiligen des Höchsten vernichten, ein Hinweis auf große Christenverfolgungen. Kein Kenner der Geschichte wird leugnen können, dass sich auch diese Aussage im Papsttum erfüllt hat. Die furchtbaren Verfolgungen des Mittelalters, Scheiterhaufen, Ketzerprozesse, Kreuzzüge etc. sind ein bekanntes und dunkles Kapitel in der Geschichte. Als weiteren Punkt zur Identifikation dieser antichristlichen Macht haben wir gesagt, er wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Auch dieser Punkt trifft genau auf das Papsttum zu. Das päpstliche System änderte tatsächlich die 10 Gebote, das Gesetz Gottes, nämlich indem es das 2. Gebot, keine Götzenbilder zu verehren oder anzubeten, aus dem Katechismus entfernte und das 4. Gebot, den Sabbattag zu heiligen, das einzige Gebot, das die Zeit betrifft, änderte und den Ruhetag Gottes vom 7. auf den 1. Tag der Woche verlegte. Es änderte also die Zeit der Anbetung. Ein falscher Tag der Anbetung wurde eingeführt. Anstelle des ursprünglichen unveränderlichen Sabbats, des 7. Tages, der von Christus und den Aposteln gehalten wurde, trat der 1. Tag der Woche, den Gott nie als Tag der Anbetung befohlen hatte, sondern vor dessen Annahme er sein Volk sogar gewarnt hat, wie wir später noch sehen werden. So wurde das Gesetz Gottes durch das Papsttum verändert, das 2. Gebot entfernt, das 4. verändert und das 10. zweigeteilt. Inwiefern kann man aber behaupten,
dass auch der Vorwurf der Gotteslästerung auf das Papsttum zutrifft. Wir haben gesagt, Gotteslästerung bedeutet, sich als Mensch zu Gott zu machen und sich anzumaßen, als Mensch Sünden vergeben zu können. Mancher mag die Frage stellen, hat der Papst sich zum Gott auf Erden gemacht? Folgende Zitate beantworten diese Frage. Papst Leo der 13. schrieb 1894, wir haben auf dieser Erde den Platz des allmächtigen Gottes inne. Papst Innozenz der 3. schrieb, der Papst nimmt die Stelle des wahrhaftigen Gottes auf dieser Welt ein. Zu Zeiten Gregors des 9. sagte man, der Papst nimmt nicht die Stellung eines bloßen Menschen ein, sondern die des wahrhaftigen Gottes. Papst Johann der 12. Der Papst allein sitzt in dem Stuhl des heiligen Petrus, nicht als ein Mann bloß, sondern als Mann und Gott. Der Papst ist von so großer Würde und Erhabenheit, dass er nicht einfach ein Mensch, sondern wie Gott ist. 1672, ja, du bist ein anderer Gott auf Erden. An dieser Stelle erscheint der Hinweis auf 2. Thessalonicher Kapitel 2, Verse 3 und 4 angebracht. Lasst euch von niemanden verführen, in keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart werden, der Sohn des Verderbens. Er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Der Papst wird häufig auch Heiliger Vater genannt, obwohl Jesus diese Anrede für Menschen verboten hat. Hier sehen wir den Titel auf der offiziellen Vatikan-Internetseite. Dieser Titel, Heiliger Vater allein, ist schon Gotteslästerung. Matthäus 23,9 sagt, und ihr sollt niemanden unter euch Vater nennen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Die Anrede Heiliger Vater ist ausschließlich dem Vater im Himmel vorbehalten. Jesus betete zu seinem Vater in Johannes 17, Vers 11 und redete ihn an mit den Worten Heiliger Vater. Auch der zweite Punkt der Gotteslästerung, sich als Mensch anzumaßen, Sünde vergeben zu können, ist im Papsttum nur allzu deutlich. Jede Beichte von Sündern in der Gegenwart von Priestern beweisen die Lehre und Praxis der katholischen Kirche, dass das Priestertum der katholischen Kirche angeblich Macht hat, Sünden von Menschen vergeben zu können. An 7 Stellen in der Bibel wird sogar die Dauer der päpstlichen Vorherrschaft vorhergesagt. In Daniel 7, Vers 25, in Daniel 12, Vers 7 und Offenbarung 12, Vers 14 wird diese Zeit mit 3,5 Zeiten oder Jahren vorhergesagt. In Offenbarung 11, Vers 2 und Offenbarung 13, Vers 5 wird die gleiche Zeit mit 42 Monaten angegeben. In Offenbarung 11, Vers 3 und Offenbarung 12, Vers 6 wird die gleiche Zeit mit 1260 Tagen vorhergesagt. Der biblische Maßstab für prophetische Zeitangaben beträgt in der Bibel ein prophetischer Tag gleich ein wirkliches Jahr. In Hesekiel 4, Vers 6 und 4. Mose 14, 34 finden wir diesen Schlüssel. Es heißt dort, und ein Tag soll ein Jahr gelten. Dieser Schlüssel macht deutlich, dass es sich bei allen Zeitphasen um die gleiche Zeitperiode von 1260 wirklichen Jahren handelt. Eine Zeit bedeutet nach dem damaligen Sprachverständnis ein Jahr. Man rechnete damals in Mondjahren zu 360 Tagen pro Jahr. Ein Mondmonat besteht aus 30 Tagen. Aus dieser Überlegung ergibt sich, dass 3,5 Zeiten oder 3,5 Jahre multipliziert mit 12 Monaten 42 Monate.
Und andererseits 42 Monate multipliziert mit 30 Tagen, 1260 Tage bzw. 1260 wirkliche Jahre in der Geschichte ergeben. Tatsächlich finden wir diese vorhergesagte Zeitangabe in der Geschichte des Papsttums erfüllt. Die Vertreibung der Ostgoten 538 nach Christus als letztes der Vormachtstellung des Papsttums entgegenstehendes Horn wird allgemein als der Beginn der politischen Vorherrschaft des Papsttums anerkannt. Wenn wir von diesem Zeitpunkt 1260 Jahre zählen, so kommen wir in das Jahr 1798. Genau in diesem Jahr wurde im Zuge der Französischen Revolution Papst Pius VI. Durch den französischen General Berthier gefangen genommen. Papst Pius VI. Starb im Gefängnis. So erfüllte sich die Vorhersage: So jemand andere in das Gefängnis führt, der wird selbst in das Gefängnis gehen. Offenbarung 13, Vers 10. Nie wieder hatte das Papsttum eine so deutliche Vormachtstellung und Einfluss wie bis dahin. Eine demokratische Verfassung wurde eingeführt, Rom wurde zur Republik erklärt, die politische Macht des Papsttums war gebrochen. Genau wie es die Prophetie vorhergesagt hat, nach 1260 Jahren. Kein Jahr mehr, kein Jahr weniger. So schildert uns Offenbarung 13 in aller Kürze die Geschichte des päpstlichen Roms, wie es aus dem römischen Weltreich emporkommt, 1260 Jahre lang regiert, bis es eine tödliche Wunde erhält. Doch dann sagt die Bibel, dass die tödliche Wunde wieder heil werden wird. Wie wird es dazu kommen? Dazu mehr im zweiten Teil.